bitten. Andere wiederum tarnen sich in Anführungszeichen als seriöse Geschäftsleute. Fest steht aber, dass beide Fraktionen, die Brilli-Fraktion und die Seidenanzug-Fraktion, ihren Reichtum und ihre Anerkennung in erster Linie nur Frauen zu verdanken hat. Und zwar Frauen, die bedingungslos sich mit allem, was sie haben, für sie eingesetzt haben und auch Frauen, die sie lieben. Fest schaut er aus, der Freddy Rabak aus Wien, Cadillac Freddy von Beruf Zuhälter. Nach 25 Jahren Puff- und Strichkarriere zieht Freddy Bilanz. Er singt und schreibt über sein verhurtes Leben. Liebe nie deine Huren, aber deinen Hund, so lautet ein Gebot der Strizis. Freddy hielt sich nicht immer dran. Seine Frauen behandelte er streng, aber so meint er gut. 4 heiratete er sogar. Seine schonungslose Beichte über ein Leben zwischen Sex, Rausch und Gewalt machte ihn zum Szenekulti. Ich glaube, ich habe mehr den Männern beeindrucken wollen. Ich war vielleicht ein Gockelhahn unter Gockelhähnen. Ja? Und ich wollte noch bunter sein und noch mehr erfolgreicher sein. Und eben, ich wollte Frauen haben, wo andere dafür zahlen. Und ich habe das gratis. Ich habe immer so Spitzenfrauen gehabt, dass ich das eigentlich, ich habe mehr verdient mit einer Frau, als mit anderen mit 3 oder 4 Frauen. Sein Ruf als Macho kam Freddy teuer zu stehen. 17 Mal musste er in den Knast wegen Drogen und Gewaltdelikten. Abrichten musste Freddy, wie er sagt, seine Frau nie. Doch das gehört zum Handwerk skrupelloser Zuhälter, eine Frau umdrehen. Macht doch Spaß, oder? Ich bin freiwillig hier. Keiner hat mich gezwungen. Diese Frau fürchtet die Rache des Milieus. Im vergangenen Jahr lernte sie in einer Sauna den Mann ihrer Träume kennen. Ein gut aussehender, gebildeter Kavalier. Für sie war es Liebe. Doch schon bald kamen Rebecca Zweifel an der seriösen Fassade ihres Gentlemans. Er war ständig mit seinem Handy zugange. Er hatte, weiß ich nicht, was er gemacht hat. Ich habe immer gefragt, was machst du eigentlich? Na, er sagte, ich bin Geschäftsmann. Er kriegte dann immer über sein Handy irgendwelche Ansagen und er ist dann hingefahren und war eben nächtelang weg. Und das war schon komisch. Ne? Er kannte ihre, sie aber nicht seine Freunde. Was sie nicht ahnen konnte, ihr reicher Lover führte ein Doppelleben. Sie war die gutbürgerliche Geliebte eines Zuhälters. Er sagte einfach, er ist Zuhälter. Er knallte mir das so ins Gesicht. Ich habe ihn angeschrien, aber ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist. Und daraufhin hat er dann mich geschlagen. Das ist also für mich auch ziemlich erniedrigend gewesen. Ich glaube, das wollte er auch so. Und ich glaube, so geht er natürlich dann auch mit seinen Mädchen um. Das ist genau die Art. Die Art der Strizis für Freddy ist das jetzt Vergangenheit. Nach Knast und Therapie sucht er nach einem neuen Sinn seines Lebens. Er verliebte sich in eine Ärztin und heiratete sie. Ein Karrieresprung vom Zuhälter zum Strichphilosophen und Hausmann. Ich habe so gemerkt, er hat mit diesem Milieu eigentlich nichts mehr zu tun. Er hat es, glaube ich, wirklich geschafft, in meinen Augen zumindest, ja, dass er von dieser Welt jetzt Abstand genommen hat und dass er sich in die normale Welt integriert hat. Und in einem hat er ja Übung, der Freddy, als erfahrener Beschützer. Ich frage mich immer so, gut, Freddy Rabak ist ja nicht mehr so tätig in der Szene, aber wenn dein Mann Zuhälter ist und du bist so eingeladen und dann sagt der eine, ja, wir haben einen Lackiererbetrieb, der andere sagt, ja, ich arbeite im Supermarkt und mein Mann ist Zuhälter, gibt eine besondere Situation. Also, wie lebt sie es damit? Warum lebt man so? Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren. Wir begrüßen Petra Schäfer, die hat einen Männerberuf gelernt, Malerin und Lackiererin, hat dann irgendwann ihren Hain kennengelernt, in Köln bekannt als Schäfers Nas, so ein Kerl. Und wenn der mal ausholt, dann bleibt nichts mehr übrig. Und dann die Familie Rabak, die haben sie im Film schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Herzlich willkommen allen Vieren. Schäfer, Herr Schäfer, hallo. Frau Rabak, Ihr Herr Papa ist ein angesehener, bekannter Mediziner, der sich immer sehr um Sie gekümmert und gesorgt hat. Klar, Väter lieben ja Ihre Töchter im besonderen Maße so. Und jetzt irgendwann steht die Schwiegersohnfrage im Haus und Sie stellen ihn vor. Wie hat er reagiert? Dazu muss ich sagen, dass ich vorher mit einem Betrüger verheiratet war. Und erst seit Juli geschieden bin. Und wie ich ihn vorgestellt hat, hat er eigentlich reagiert, so wie er einen Sohn empfangen würde. Ich habe eigentlich gedacht, wie stelle ich ihn meinem Vater vor, damals nicht? Und er hat ihn aufgenommen, wie wenn er ihn schon seit Jahren kennen würde. Er hat ihn auch gekannt? Ich meine. Nein, ich habe ihm nur gesagt, du, er hat einmal im Milieu sich befunden und es war ganz ein reizender Mensch und ich will, kommst du mal zu uns zum Essen am Sonntag und er ist ein Hobbykoch und haben ihn also eingeladen und er war gleich begeistert. Also die zwei verstehen sich oft besser, als ich mich mit meinem Vater verstehe.
Das ist ein Hammer. Diese Schwiegersohn-Karriere, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, war das immer so tief innen drin, noch zu Milieuzeiten, der stille Wunsch, so nach dem Motto, irgendwann führe ich mal ein ganz befriedetes Leben mit einer netten Frau, einer hübschen Wohnung. Ja, das Leben habe ich auch gesucht im Milieu drinnen. Mhm. Es war immer die Suche, es hat sich verstärkt im Laufe der Zeit. Und ich bin fünfmal, das ist meine fünfte Ehe jetzt. Und ich habe nicht immer geheiratet auf Zeit. Ich habe auch kein Hobby daraus gemacht. Ich wollte nicht ins Buch der Rekorde kommen. Es war ganz einfach, ich habe es mit jeder Frau probiert. Und ich sage, genauso aus dem Milieu kann man doch, finde ich, auch eine Familie gründen oder was. Aber ich habe das eigentlich dann nie gefunden. Und es war dann eigentlich ein Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Und wenn meine Frau schon gesagt hat, zum Essen eingeladen, ich habe alle eingekocht im Prinzip. Mhm. Ich bin ein ziemlich guter Hobbykoch und ich glaube, das hat auch sehr viel beigetragen dazu. Nein, es ist ein Spaß. Also ich habe es gesucht und es war die Suche danach, eine latente Suche. Ich habe es natürlich immer den harten Kerl markiert und ich merke nochmal mit der Zeit, das bin ich gar nicht so hart. Und dann ist auch die Frage, man hat sich aufgeworfen, würdest du mit deiner Mutter also so umgehen oder so umgehen lassen, wie ich mit Frauen umgegangen bin? Und das war dann der Prozess eigentlich, der was eingeleitet wurde. Dann sind auch, wenn ich es kurz sagen soll, sind auch Drogen dazu ins Spiel gekommen. Ich war in Zeit, ich habe mich weder als Fisch, als Fleisch gefühlt, bin reingeschlittert auf Kokain und war mal in der Szene, wer auch. Auf einmal, es hat mir Türen geöffnet, dann bin ich verhaftet worden, habe eine Drogentherapie besucht. Also nichts ausgelassen? Ich war Gott sei Dank nicht in Bayern, wie ich verhaftet worden bin, mir ist nicht so viel weggegangen. Ich habe die Chance bekommen in Österreich mit einer Drogentherapie. Ich habe diese Therapie besucht und dann in dieser Therapie habe ich meine weitere Therapie kennengelernt. Eine wunderbare Umschreibung für die Ehe, eine dauerhafte Therapiestätte. Jetzt ist er so, er war ja keine kleine Größe, ne? Hat auch viel Geld verdient. Hat er davon noch was mit in die Ehe gebracht, frage ich jetzt mal. Da lag Scheine zum Aufgeben. Ja, nein, aber ich meine, das zählt auch für mich nicht so wirklich. Ich habe ihn den Menschen gesehen. Ich habe mich gerade gefragt, wie würdest du jetzt mit so einem Geld umgehen, wo du weißt, wie es zustande gekommen ist, ne? Also mit sowas habe ich gar nicht gerechnet, weil ich meine, ich will mir, meine Eltern immer zu mir gesagt, schau immer, dass du dein Geld selber verdienen kannst und nie von einem Mann abhängig vernünftig bist. Ja, und so lebe ich ja auch, nicht? Und mein Gott, er hat mir sofort seine Vergangenheit erzählt damals und das habe ich auch toll gefunden und habe gesagt, gut, okay, wenn du wirklich weg bist und das war er damals und bis jetzt ist es geblieben, dann wird es gut gehen vielleicht. Zuerst hat er mir ja nur ein schlampertes Verhältnis vorgeschlagen. Ich war ja damals noch verheiratet, nicht? Und aus dem schlamperten Verhältnis. Mit dem Betrüger, von dem Sie aber auch nicht wussten, dass er ein Betrüger ist. Nein, nein, der hat mir ja die heile Welt vorgegaukelt, nicht? Und ist dann seit 3 Jahren jetzt auf der Flucht, ne? Ist auch toll. Das ist auch nicht so angenehm, nicht? Und darum hat es mich auch gewundert, dass mein Vater ihn sofort akzeptiert hat, nicht? Weil der war ja schon ein gebranntes Kind durch die erste Ehe. Irgendwie stellen sich ja Väter dann doch in der Tiefe ihrer Seele was ganz anderes fürs Kind vor. Vielleicht so einen netten Medizinalrat? Ja, ich war über 8 Jahre mit einem Mediziner zusammen und dazu muss ich sagen, erstens einmal, mit ihm kann ich über alles reden. Er hat mehr Allgemeinbildung als mancher Studierte. Muss ich sagen, habe ich auch ich einiges gelernt. Und mit dem Mediziner konnte ich nur über Medizin reden und das ist langweilig auf die Dauer. Ja, dass da sicherlich mehr Farbe ins Spiel kommt, ist, ist unbenommen. Frau Schäfer, als Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben, so bei einer Boxveranstaltung, glaube ich, war es, hat Sie da gleich der Blitz getroffen oder haben Sie da was das für einer? Nein, der Blitz getroffen nicht. Ich kannte ihn ja schon aus den 70er Jahren. Aber der Blitz getroffen nicht, aber ich habe gedacht, oh Gott, ist das ein Mann. Hat Ihnen gefallen? Ja, seine Größe und naja, das war so ungefähr, nicht lieber auf den ersten Biss, aber ich habe gedacht, wie ich mit ihm so unterhalten habe, so schlimm ist er gar nicht, wie sie immer schreiben und tun. Was lieben Sie denn an ihm? Tja, seine Art, ich kann mich auf ihn verlassen. Und wenn er A sagt, dann sagt er auch B. Und wenn er einmal jetzt sagt, so, die Richtung wird jetzt so eingeschlagen, dann steht die Richtung, egal was kommt, auf Biegen oder Brechen. Ist er dominierend? Oh, ja. Ist ja so, ich sag mal, vom Beruf wegen irgendwo schon drin, ne? Ja, aber Beruf und Privat trennt er also sehr strikt. So wie er sich draußen im Dschungel gibt, sagen wir mal, so ist er zu Hause nicht. Wie kriegen Sie die Trennung hin? Das ist ganz einfach. Man, wenn man das Leben, was man draußen führt, was ich auch schon sagte, was sehr kalt ist, wenn ich das mit nach Hause bringe, dann würde eine Ehe einfach nicht halten. Man muss absolut das Leben draußen wie ein Mantel draußen ausziehen und muss dann drinnen
sie als Mensch lieben, was man draußen nicht kann. Man erwartet draußen nicht von einem, dass man ein Mensch ist. Man erwartet der Szene immer einen Menschen, wenn man sie sieht, dass sie jetzt, oh, da kommt der Haude hin. Und man wird auch immer auf der Art und Weise so behandelt. Mhm. Man kann gar nicht menschlich sein. Ist man Mensch nicht, zeigt man Schwäche und dann versucht man sie anzufressen. Mhm. Also jede nicht. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal Frauen geschlagen? Oh ja, schon mal Frauen von meiner Ohrfeige gekriegt. Sie müssen sich vorstellen, Frauen in dem Leben, die mit der Zeit werden die hart. Da weicht viel von der Fraulichkeit ab. Sie werden maskulin, sie werden, wir wissen, sind auch stumpfsinnig und die fordern das manchmal raus. Wie weit jeder? Und wenn sie dann die Ohrfeige kriegt, dann sagen sie, jetzt bist du einen Schritt zu weit gegangen. Ich meine, das ist jetzt für mich eine ganz andere Welt, die Sie da gerade schildern. Also eine andere Welt, wir sagen so, die werden stumpf, die werden maskulin, die fordern das raus, aber Sie schicken die doch arbeiten. Frau, das möchte ich immer und das bin ich immer wieder am Erklären und am Trennen. Ja. Ich habe eine Frau, die arbeitet und die schickt. Sie müssen sich schon vorstellen, ich habe jahrelang als Leibwächter gearbeitet und bin dann nachher praktisch durch die Behörde in ein Modell reingedrängt worden, was wir führten. Mhm. Und aus dieser Führung, wo ich das mal genannt habe, ich mir eigene Häuser gebracht und habe die vermietet. Und aus den Vermietungen raus ist doch ganz klar, sie kommen jede Nacht mit, ich hatte in meiner Vermietung damals 120 Frauen drin, dann sind das reine Nebenerscheinungen, dass Frauen da sind, die sagen, oh, die haben eine schöne Puppe, oh, 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 oh. Und kommt man dran, ist man dran. Mhm. Wissen Sie, wenn dann heißt es immer zum Beispiel, die Französin, die wir uns hatten, die haben eine ganz andere Aussprache, sie ist irgendwie auch romantisch. Wenn dann hieß der Güter Patron und Herr Patron möchte was essen, man fühlt sich dazu angesprochen und man fühlt sich dann auch zu den Frauen hingezogen. Aber das heißt nicht, dass ich die Frauen abentschicke. Wenn die bei mir ein Zimmer mieten, zahlen sie jeden Monat nach ihre Miete. Ach so, jetzt und dass sie essen und trinken. Mhm. Wenn ich mit seiner Frau zusammen und ich kriege den Beinamen, der Zuhälter, dann möchte ich auch das Geld von der Frau haben. Wenn ich den Namen schon einmal habe, will ich auch die Kohle haben. Und mit Frauen, die in dem Milieu lange noch drin sind, kennen das nicht anders, dass man uns das Geld um den Tisch zu liegen hat. Dann müssen sie sagen, wo ist das Geld? Wenn sie eine Frau schon zu zwingen müssen, dass sie das Geld rausrückt, dann betrügt sie. Wenn sie betrügt, gibt es Ärger. So eine Frau tun man besser abschieben, denn die bringen in den Knast drin. Das ist so richtig so ein unternehmerisches Prinzip. Das ist praktisch ein unternehmerisches Prinzip. Anders, dann ist gewöhnungsbedürftig. Wie war das für Sie? Tja, das erste Jahr war für mich schlimm, weil ich kannte das nicht. Aber man wächst da rein und ich würde sagen, ich kann damit eigentlich jetzt gut umgehen. Wenn er Ihnen auch nur das Geringste tun würde, sage ich jetzt mal so, wäre dann Ende? Was heißt das Geringste tun würde? Wir sprechen über alles und wenn mal Probleme entstehen, dann sage ich, hör mal, damit komme ich nicht klar oder... Dann erklärt er mir das. Ich meine, gut, in jeder Beziehung oder Ehe fallen Späne. Ne? Wer sagt nein, das ist gelogen. Ne? Aber ich glaube, wir können eigentlich gut damit umgehen. Eine Frau aus dem Milieu, wäre die für Sie vorstellbar? Nein. Warum nicht? Aus einem einfachen Grunde. In dem Milieu müssen Sie sich vorstellen, wenn man im Milieu hingeht und nicht ein bisschen Mensch, und das ist bewundern an ihm, ich kenne ihn jahrelang aus der Szene. Ach, ihr kennt das? Ja, Leute, wenn die so lange in der Szene sind wie wir. Von Österreich bis Deutschland kennen wir. Ach ja, das sind doch keine Entfernungen mehr. Und da muss ich das sagen, was er selber auch sagte, die Frauen im Milieu, ich habe mit meiner Frau 13 Jahre zusammengelebt, die werden immer kälter, die Frauen. Sie kriegen von der Frau nicht mehr das, was man sich von der Frau erwartet. Wenn man sagt, ich habe Hunger, kochen die Essen, auch mitten in der Nacht. Aber das, was man von einer Frau erwartet oder was man bei einer Frau sucht, das findet man wenig bei denen. Kann ja durch den Job auch eigentlich gar nicht mehr da sein, ne? Nein, bei vielen nicht mehr, nein. Die gehen physisch und seelisch gehen die Frauen kaputt. Auch die Frauen gehen kaputt bei den Frauen. Haben Sie Respekt vor der Arbeit, die da geleistet wird? Um jeden Fall habe ich Respekt. Sie müssen sich eins mal vorstellen, nach der Erfahrung, die man gesammelt hat in den Laufe der Jahre, ist eine Frau, wenn man sie als, sagen wir, das ist eine Hure, das ist der einsamste Mensch auf der Welt. Mhm. Und wenn sie dann jemanden findet, wo sie Vertrauen zu hat, das ist ja viele bei den Zuhältern, wo sie dann meinen, die große Liebe, dann kommt dann her die große Klatsche her. Mhm. Die tun alles, binden sich an den Mann, fesseln sich an den Mann und dann kommt die große
Frau Feige, und dann, wie ich immer sage, wird sie strandgute Gesellschaft. Hatten Sie solche Beziehungen auch? Nein, ich habe Beziehungen, wenn die Beziehungen, sagen, mit mir stressig wurden, dann habe ich gesagt, auch Wiedersehen. Wenn ich brauchte von der Frau nicht zu leben, ich habe jeden Monat mein eigenes Geld verdient, mehr wie die Frau anschaffen konnte, das war das für mich einfach. Ich war auf die Frau nicht angewiesen. Wissen Sie, dann ist der Abstand von der Frau zu gewinnen viel einfacher. Rebecca, wir haben Sie vorhin im Film kurz kennenlernen können. Man kann immer auf einen Mann wie auf eine Frau reinfallen, sowieso im Leben. Sie hatten, glaube ich, da auch schon 2 Ehen hinter sich. Und da kommt ja der Punkt, wo man sagt, pass mal auf, von Ehe habe ich erstmal die Nase voll. Und meistens, wenn der Mensch nicht sucht und nichts will, findet er einen. Und so haben Sie diesen Mann kennengelernt, von dem Sie dann später herausgefunden haben, er ist Zuhälter. Ja, es war genau die Situation. Eigentlich waren für mich Ehen gelaufen, aber eine Beziehung, ich meine, ich habe sie nicht gesucht. Ich saß da völlig harmlos in dieser Sauna herum. Und sie hat diesen wunderschönen Traummann, denke ich, das ist es. Ja, da sieht man auch, was das ist. Das ist es, ja, doch. Ich hätte nie gedacht, dass er sich für mich interessiert, aber es passierte dann doch. Wir haben uns kennengelernt und es war eine sehr schöne Beziehung mit ihm. Also ein perfekter Gentleman, alter Kavalier der alten Schule. Tür auf, Tür zu, Mantel raus, Mantel rein. Also war ganz toll, also ich kann mich nicht beklagen. Ja. Haben Sie aber ihn jemals gefragt, warum hast du mich, nachdem Sie wussten, was er tat und damit er auch nicht so richtig klar kam, haben Sie mal gefragt, warum hast du mich überhaupt genommen? Ja, das habe ich nicht gefragt. Das Ende der Beziehung war etwas dramatischer. Das spielte sich alles innerhalb von eine Viertelstunde so ungefähr ab. Also ich habe ihn dann darauf angesprochen. Er hat immer vorgetäuscht, er hat irgendwelche Geschäfte und er hat nie gesagt, welche Art Geschäfte er eigentlich macht. Und an dem Abend habe ich ihn also ganz heftig zur Rede gestellt. Sarah, was ist das hier, was hier auf deinem Schreibtisch rumliegt? Was bedeutet das? Was machst du eigentlich? Und das war's? Und das war's. Dann sagte er mir halt, dass er Zuhälter ist. Und ja, er hat mich dann noch beschimpft und eben auch noch geschlagen, weil ich ihm natürlich auch wieder Worte gegeben hatte. Ich Frau sage, das Schäfer, kann ja gar nicht sein, du hättest ja mal eher was drüber sagen können. Ne? Frau Schäfer sagte gerade, das erste Jahr wäre schwer gewesen. Allerdings hat sie gewusst, wer Hein ist. Sie haben es ja nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Das wäre, was hat sie jetzt mehr verletzt? Die Tatsache, dass er Ihnen das nicht gesagt hat, oder wäre es Ihnen grundsätzlich unmöglich gewesen, mit einem Mann zusammen zu sein, der... Das ist schwer zu sagen. Also die Tatsache, dass er mir es nicht gesagt hat, diese Tatsache hat mich schon sehr verletzt. Ja. Ich habe also nicht drüber nachgedacht, ob es mir grundsätzlich unmöglich wäre. Aber das hat ist sie so um hypothetisch geworfen, für mich gewesen. Genau. Zu entscheiden einfach. Das ob ist sie gar das nicht aufs Tapet gekommen. Das war gar nicht Sinn der Diskussion. Ne? Ja. Herr Sollmann, es heißt immer so schön, Gegensätze ziehen sich an. Ne? In den alten Sprichwörtern steckt ja viel Wahres. Können Sie das Sprichwort noch mal wiederholen? Gegensätze ziehen sich an. Ja. Ich kenne auch, jeder Pott findet einen Deckel, aber das ist eine andere Fraktion jetzt. Gegensätze ziehen sich an. Ist es das? Das scheint mir so. Ne? In einem gewerbsbetrieblichen Zusammenhang, wie Sie ja so schön schildern, Herr Schäfer, das ist ja eigentlich eine Unternehmung wie viele draußen, wo aber eine große Einsamkeit herrscht. Und ich denke, dass Sie, wenn ich Ihnen so zuhöre, ja etwas verkörpern, was der andere sehnsüchtig in seiner Einsamkeit sucht. Ne, nämlich die Zuneigung, die Vertraulichkeit, das Geschützte, das Sichere, wo Sie als Mann sich sicher fühlen können, was Sie ja draußen, denke ich, im Milieu einfach nicht haben, weil da müssen Sie, ne, da wird abgezockt, ne, und hinter Ihnen ist der Feind. Und umgekehrt kann ich mir vorstellen, wenn Sie als Frauen erzählen und wenn Sie sagen, Sie kommen aus einem eher bürgerlichen, was man sich auch immer darunter vorstellen mag, Milieu, dann stelle ich mir vor, ist das hier auch gerade das Wiener Milieu, ein Milieu, wo es keine Lust gibt, keine Erregung gibt, die erlaubt ist. Aber unter der Bettdecke passiert natürlich sehr viel. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie eigentlich eine in der Not geborene Verbindung eingehen, dann ist die zunächst mal, denke ich, was Handfestes, was Konkretes, was Verlässliches. Aber ich vermute auch, dass, wenn die Grenzen überschritten werden, dass dann mit harten Bandagen gekämpft wird. Ne, was Sie ja, Frau Schreinemakers, fragten, was ist, ne, wenn er mich und... Herr Schäfer. Das müssen Sie anders. Das kann man anders, oder Sie müssen es anders sehen. Sie haben zum Teil recht. Aber Sie müssen sich mal den Zuhälter vorstellen, nicht wie die Allgemeinheit einen Zuhälter sieht. Man hat über den Zuhälter, hat man, wie ich immer sage, wir haben da 3 Kategorien. Man hat den Gentleman-Zuhälter, wie er sich selber dargestellt hat, wie er auch immer sein Leben passiert hat. Man hat die mittlere Klasse an Zuhälter, die die Frauen als lebendiges Scheckbuch betrachten. Und dann hat man die untere Stufe, die die Frauen wirklich so lange vermöbeln und einschüchtern, bis nichts mehr, also nichts mehr geht bei diesen Frauen. Das sind natürlich ganz arme Geschöpfe. Und die sind auch das, die das Milieu immer wieder verruft machen.
Er ist im Milieu. Man sollte das einfach trennen. Mhm. Wir haben Leute, oder ich kenne Jungs, die waren mit Frauen zusammen, sind heute verheiratet, haben ein Geschäft, was die Frau im Laufe der Jahre angeschafft hat. Und die sind auch zusammen im Leben. Und dann hat man die Mittelklasse, die die Frauen sich anschaffen, so wie die Dame es erlebt hat. Dann ist der Gentleman-like und dann, das ist eine ganz einfache Aufrechnung. Wenn ich eine Prostituierte nehme, die schon 2 Jahre im Geschäft ist, die arbeitet professionell, die ist nur belastbar bis zu einem gewissen Grad. Und so ist die Belastbarkeit auch nur bis zu einem gewissen Grad finanziell auszurechnen. Habe ich eine frische Dame, die von dem Milieu keine Ahnung hat, ich posiere sie und bringe sie in das Milieu rein, habe ich die ersten 2 Jahre, da könnte man eine Statistik aussetzen, die ersten 2 Jahre ein ungezähltes Geld. Aus einem einfachen Grund, bis sie dem Milieu mal so weit ist, dass sie abgestummt ist und der Gast genauso behandelt wie die Frau, die 2 Jahre in dem Beruf ist und dann der Beruf für sie rein mechanisch nur noch arbeitet. Arbeiten sie noch fraulich. Wenn der Mann sagt, ich zahle dir 150 und dann gibt er 50 mehr, ich möchte küssen. Sie meint in ihrer Euphorie, dass sie den Mann liebt, dass sie ihn wieder 50 mehr für ihn küsst. Sie. Der eine wird die Beine etwas höher haben, legt dafür 100 hin. Also bringt die erstmal ungezähltes Geld in die ersten Jesus 2 Jahre. Maria. Und dann geht kommt sie, aber. Und dann geht sie kaputt. Jetzt kommen wir hier in die Preisliste des Problems. Ja, nein, so kalkuliert der Zuhälter. Ich hab und die dann, nicht dann ist der Gentleman-like, den muss er erstmal raushängen. Denn wenn es ein Heiratsschwindler sind, wie machen die dann? Die sind ja, nicht die Höflichkeit der Person und dann kommt der Knall, geht bumm aus. Die Alte hat kein Moos mehr, er hängt in der Dr. Bahamas. Und Asche. Nur mit dem Unterschied, diese Frauen sind enttäuscht, der Mann. Weil der Zuhälter, der vernichtet diese Frau. Es gibt natürlich, es gibt viele Frauen jetzt, die dann natürlich die Rechnung nicht nachvollziehen können, weil wir wissen eigentlich auch gar nicht am Ende, wovon geredet wird. Es gibt viele Männer, die jetzt zu Hause sagen, ja Schatz, wie kann das denn sein? Und die schon mal selber so einen kleinen kurzen Besuch abgestattet haben. Was wir, also dieses so, mein Mann war oder ist Zuhälter, das war und ist unser Thema. Wollen Sie Kinder? Jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt bin ich über 36 und... Oh Gott. wir haben im Prinzip ja 3 Kinder, weil wir 3 Hunde haben und durch meine Arbeit und so. Das hat er die Kampfhunde mit in die Ehe gebracht, oder? Nein, 2 hatte ich selber. 2 Kampfhunde hatten Sie? Nein, ich hatte einen Dackel und einen Pekinese. Den haben wir doch immer und der Kampfhund kam in die Ehe. Der ist aber der Schosshund. Der Kampfhund ist der Schosshund. Der Kampfhund ist der Schosshund. Ja. Okay, ich denke mal, verurteilen ist immer einfach. Und ich hasse diese Doppelmoral im Land. Da gibt es Unterschiede garantiert, wie in jedem gewerblichen Bereich. Es gibt gute und schlechte. Das Gewerbe ist das älteste der Welt und das muss gehen ganz schnell. Ich muss noch etwas sagen. Ja, es gibt gute Polizisten, böse Polizisten. Ja. Es gibt Menschen, ganz einfach. Ja. Irgendwann, wie er auch gesagt hat, jeder ist doch verschieden. Es gibt die Kategorien Mensch und auch beim Zuhälter. Mhm. Und noch etwas, wenn du mein Buch liest, Blödsinn, da ist alles genau beschrieben. Ein bisschen Werbung habe ich noch schwind Können gemacht. Sie haben. Erschienen im Locus Verlag. Im Locus Verlag. Ja, Herr Schäfer, ganz schnell. Menschlichkeit mal sehen. Wenn man Gäste sieht, die bei solchen Frauen gehen und er ist in seiner Perversität und in seiner absoluten Geilheit, ist die Frau alles für ihn. Ja. Passiert der Frau was und sie wird irgendwo umgebracht, dann ist er, das ist doch nur eine Hure. Ja. Ist er bei ihr? Ist die Frau die Größte? Es ist viel Doppelmoral an dem Thema in der Gesellschaft. Sehr, sehr viel. Es gibt natürlich Dinge, die ich persönlich nicht gut finde, sage ich Ihnen auch. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Frau Schäfer, halten Sie ihn hart am Zügel, ne? Der braucht das, der Junge. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.